So, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich heiße Sie sehr, sehr herzlich willkommen hier in der Paulinerkirche der Niedersächsischen Staats- und Universitätsbibliothek in Göttingen und habe die große Ehre und auch seltene Gelegenheit, Sie eben auch als Hausherr, als Direktor der Bibliothek, aber eben auch als Konsortialführer des Projektes, das wir hier heute besprechen, begrüßen zu dürfen, nämlich Daria.de. Wir werden natürlich auch noch über Daria.eu reden. Sie werden einige Abkürzungen hören in diesen Tagen. Ich weiß, dass einige von Ihnen schon sehr gut drin sind, aber andere vielleicht auch nicht. Ich versuche, so wenig wie möglich Akronyme zu benutzen, um eben tatsächlich Ihnen, denen, die jetzt neu sind, die ich auch ganz besonders herzlich begrüße, den Einstieg hier zu erleichtern. Wir fangen an mit einem Blog, in dem wir vorstellen, was in den letzten Jahren gelaufen ist und was in den nächsten Jahren laufen soll. Aus der Deutschlandperspektive und aus der europäischen Perspektive werden dann etwas tiefer einsteigen, indem wir in die sogenannten Cluster reinschauen, die Arbeitsschwerpunkte sind, die wir bearbeiten innerhalb des Daria.de-Projektes und werden dann ein Digital Humanities Slam haben nach der Kaffeepause, wo wir eben in sehr kurzen Präsentationen die Highlights Ihnen präsentieren und eine sehr, sehr eine fantastische Rede, hoffentlich, aber ich glaube schon, vor allen Dingen eine fantastische Sprecherin haben werden, Frau Fless vom Deutschen Archäologischen Institut, die uns allgemein über Digital Humanities, ihre Herausforderungen und Perspektiven informieren wird. Und freue ich mich auch jetzt schon drauf, mit Ihnen dann am Ende dieses anstrengenden Tages anstoßen zu dürfen und sich zu stärken, nämlich gleich für den nächsten Tag, wo es weitergeht und wir eben die Grand Tour insgesamt hier abschließen wollen. Es geht um eine große und wichtige Sache. In Zeiten des digitalen Wandels, in Zeiten, in denen die Bundesregierung sowas wie die digitale Agenda diskutiert, stellt sich die Frage, die hier aber natürlich jetzt schon seit 10 Jahren bearbeitet wird, wie sich die Geistes- und Kulturwissenschaften in Deutschland und auch in Europa aufstellen wollen, um eine nachhaltige und effiziente und effektive Forschungsinfrastruktur, digitale Forschungsinfrastruktur aufzubauen, die einerseits die Spitzenforschung unterstützen kann, auch unsere Nachwuchsgenerationen in der Forschung darauf vorbereiten kann, mit digitalen Methoden umzugehen, die aber auch die Funktion haben wird, den Gesamtprozess des digitalen Wandels, den wir ja seit einigen Jahren oder Jahrzehnten schon erleben, aber der uns sicherlich auch noch 1 oder 2 Jahrzehnte begleiten wird, die diesen Gesamtprozess gesellschaftlich auch begleiten kann. Ich denke, das ist eine ganz wichtige Funktion der Geistes- und Kulturwissenschaften, zu kontextualisieren, was passiert, zu deuten, was passiert, und zu interpretieren, wie eben die allgemeinen Prozesse, die ja häufig sehr technologiegetrieben sind, tatsächlich zu verstehen sind. Wir haben in Daria.de grundsätzlich 4 Arbeitsstränge. Sie werden das dann in der Präsentation über den EU-Anteil auch nochmal ähnlich sehen. Aber Daria.de konzentriert sich auf diese 4 Arbeitsstränge. Einmal die Lehre, die Forschung, dann die spezielle Herausforderung der Forschungsdaten, das heißt die Elemente, die in dieser digitalen Welt heute erstellt werden und eben auch nachhaltig bereitgestellt werden müssen. Wir sind hier in einem Raum, der sehr historisch ist und Ihnen auch quasi die Forschungsdaten der letzten Jahrhunderte zeigt. Wir werden es in den nächsten Jahren mit
anderen Typen von Wissensrepräsentation zu tun haben, die aber nicht weniger wichtig und auch nicht weniger nachhaltig vorgehalten werden müssen für die zukünftigen Generationen. Und ich denke, das ist eben immer wieder schön, hier in solchen Räumen zu sein, um sich genau dieses Wandels bewusst zu werden, den wir eben gerade durchmachen. Und wir brauchen dafür auch nachhaltige technische Infrastruktur. Das ist der vierte Aktivitätsstrang, der eben in daria.de verwendet wird. Ich werde darauf im Einzelnen noch eingehen. Vom Kontext her ist es wichtig zu wissen, dass sich auf europäischer Ebene seit einigen Jahren Gedanken darüber gemacht wurde, wie man Infrastrukturen für die Forschung dauerhaft aufsetzen kann. Das ESFRI, und ich spreche das jetzt gleich aus, das European Strategy Forum for Research Infrastructures, hatte ein Langfristprogramm vorgesehen, schon vor ungefähr 10 Jahren oder sogar ein bisschen länger fing dieser Prozess an. Ich weiß nicht genau, Peter Dorn sagte mal, dass die ersten Daria-Ideen und ESFRI-Ideen, glaube ich, schon sogar noch Ende der 90er waren. Ich selbst war mal im Hanack-Haus bei einer Konferenz, das ist jetzt schon mehr als 10 Jahre her. Ich glaube, bei dem ersten Daria-Treffen, 12 Jahre her oder so. Also dieser Prozess läuft schon relativ lange. Und da sind verschiedene und auch große Forschungsvorhaben und Infrastrukturentwicklungsvorhaben gefördert worden, sehr systematisch. Und ich will die nicht alle aufzählen, aber es gibt 5 aus den Geistes- und Sozialwissenschaften. Das heißt, wir bewegen uns hier in einem Kontext, der sehr stark getrieben ist von den Technikwissenschaften, von den Naturwissenschaften, aber es gibt eben tatsächlich auch einige Infrastrukturinitiativen und substanzielle Infrastrukturinitiativen aus den Geistes- und Sozialwissenschaften. Und 2 sind besonders zu nennen, die auch eng zusammenarbeiten. Das ist einmal die Infrastruktur Clarin und eben Daria.eu, von der wir hier heute noch mehr hören werden. In Deutschland gab es diese Entwicklung und Gedanken auch. Und in der Tat ist in Deutschland sogar in der Förderung etwas vorangeschritten worden. Darauf wird man vielleicht noch mal kommen, weil die Phasen in Deutschland für den Aufbau und den Betrieb tatsächlich im Vergleich zu den europäischen Phasen etwas vorverlagert sind. Das heißt, wir sind hier in Deutschland wirklich auch dank der Förderung des BMBF sehr gut aufgestellt, haben in daria.de ein Projekt, eine Initiative, ein Konsortium, das derzeit eben aus 6 Universitäten, 5 fachspezifischen Einrichtungen, 4 Rechenzentren, 2 Bibliotheken, einem kommerziellen Partner, einer Akademie und einer Non-Governmental Organization, ich habe ja versprochen, es auszusprechen, nämlich der Open Knowledge Foundation, als Partner zusammengeführt. Das heißt, wirklich wichtige Akteure in Deutschland haben sich hier zusammengefunden, um eben diese Infrastruktur, Forschungsinfrastruktur, digitale Forschungsinfrastruktur für die Geistes- und Kulturwissenschaften aufzubauen. Die deutsche Initiative hängen zusammen mit der europäischen Initiative. Sie sind quasi ein Beitrag, die sind interoperabel verknüpft. Aber wir werden da, glaube ich, noch mehr zu hören, wenn wir uns dann tatsächlich der europäischen Perspektive zuwenden. Ich werde mich jetzt im Folgenden darauf konzentrieren, mehr eben über die deutschen Aktivitäten zu berichten, und das ist ja auch der Fokus hier in den nächsten beiden Tagen, weil es eben darum geht, dass die deutsche Community hier informiert wird und mobilisiert wird. Es hat sich sehr viel getan, es sind sehr, sehr viele Ergebnisse in den letzten Jahren erzielt worden. Sie brauchen diese Folie nicht zu verstehen,
Sie ist nur ein visueller Ausdruck dessen, was eigentlich alles passiert. Sie haben immer noch die vier Aktivitätsfelder im Hinterkopf: Lehre, Forschung, Forschungsdaten und technische Infrastruktur. Das sind eben genau die, die hier auch gezeigt sind. Und es geht darum, das ist das Lernziel eben in den nächsten beiden Tagen, dass Sie diese Folie verstehen und verstehen, was eigentlich passiert ist und was sich hinter diesen einzelnen Elementen, die entstanden sind, tatsächlich verbirgt. Nur ganz kurz die einzelnen Handlungslinien, die innerhalb dieser vier Schwerpunkte verfolgt werden. Innerhalb der Lehre geht es offensichtlich um Nachwuchsförderung und Qualifizierungsmaßnahmen. Das heißt, wie kriegen wir die nächste Generation von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern in den Geistes- und Kulturwissenschaften dahin, dass sie mit digitalen Werkzeugen umgehen können, dass sie Spitzenforschung erzeugen können, dass sie international wettbewerbsfähig sind. Und da gibt es natürlich zwei wichtige Elemente. Das eine sind Sonderformen der Lehre wie Summer Schools und Expertenseminare, Dozenten- und Methodenworkshops, die gemacht werden. Das zweite ist aber auch die Konzeption und Abstimmung von Curricula. Wir haben ja glücklicherweise jetzt gerade in den letzten Jahren einige Studiengänge in den Digital Humanities gedeihen sehen. Wir haben auch einige Professuren in Deutschland bekommen, die sich tatsächlich dezidiert der Frage der Digital Humanities annehmen. Und das ist sehr, sehr erfreulich und sicher auch ein nicht ein Ergebnis, direktes Ergebnis von solchen Initiativen wie DARIA und den Förderungen des BMBF, aber es ist sicherlich bemerkenswert, gerade im internationalen Vergleich, welche Welle jetzt eigentlich in den letzten Jahren hier in Deutschland nochmal stattgefunden hat, um Digital Humanities zu etablieren und eben die Geistes- und Kulturwissenschaften auf die nächsten Herausforderungen vorzubereiten. In der Forschung geht es vornehmlich um Methodenentwicklung und Methodenschulung, Methodenanwendung, die es eben erlauben, neue Formen von Forschung zu entwickeln. Ihnen ist wahrscheinlich sehr geläufig, dass es nicht unbedingt immer einfach ist, die traditionellen Geistes- und Kulturwissenschaftler davon zu überzeugen, dass das Digitale eine gute Form der Wissensrepräsentation ist und dass die Anwendung von Werkzeugen durchaus helfen kann, neue Ergebnisse zu erzielen und möglicherweise das Auge und Gehirn auch manchmal durch digitale Werkzeuge unterstützt werden darf. Aber das ist eben etwas, was wir durch solche Initiativen weiter vorantreiben wollen. Und in der Forschung geht es daher darum, und es ist umso wichtiger, weil nicht unbedingt immer jeder überzeugt ist von den Innovationen in diesen Disziplinen, dass die Dokumentation der Verfahren hervorragend ist, dass wir es schaffen, den nächsten Schritt nach der Lehre, den wir ja vorher hatten, das heißt in den Doktorandenprogrammen, Eingang zu finden mit Digital Humanities Methoden und Fragestellungen. Es ist hier eine Bibliografie erstellt worden, eben auch natürlich ein sehr wichtiges Werkzeug für die Geistes- und Kulturwissenschaften, wie Digital Humanities gemacht werden können. Und es sind auch einige Werkzeuge entwickelt worden, die eben direkt aus der Forschung gekommen sind und dann in die Infrastruktur Eingang gefunden haben. Im Bereich der Forschungsdaten, das ist ein Feld, was wirklich enorme Herausforderungen, kann ich jetzt gerade als Bibliotheksdirektor sagen, in der Zukunft eben mit sich bringen wird. Ich hatte es eben schon mal angedeutet. Wir reden zum einen davon, wissenschaftliche Sammlungen zu erschließen. Wir hoffen auch natürlich wirklich
nicht nur zu digitalisieren, aber neue Formen von Wissensrepräsentation zu finden, die eben dann auch nachhaltig vorgehalten werden können. Es geht darum, die zu finden, die entsprechenden Metadaten zu haben, sie erschließen zu können über Ontologien und es zu erlauben, dass wir über die verschiedenen Institutionen, die beteiligt sind am Forschungs- und Lehrprozess, tatsächlich Zugriff darauf haben. Denn nicht immer sind sie über Google oder ähnliche Infrastrukturen gut nutzbar. Wir brauchen, wenn man zum Beispiel Textkorpora betrachtet oder große Bildkorpora betrachtet, auch Infrastrukturen, föderierte Ansätze für Architekturen, die es erlauben, diese Bildkorpora an verschiedenen Standorten zu haben, aber dann zusammenzuführen, um sie eben der Forschung zugänglich zu machen. Das Ganze hat auch eine sehr handfeste technische Perspektive, und zwar die Bereitstellung von Infrastrukturdiensten. Das können zum Teil recht einfache Sachen sein, wie Kollaborationsumgebungen, sowas wie Confluence wird hier verwendet, die Nutzung von auch Diensten Dritter, ich nenne mal keine Markennamen, weiteren Markennamen an dieser Stelle, spielt auch eine Rolle. Was ist da gute Praxis, wie können wir alle gemeinsam auf entsprechende Entwicklungen zugreifen, ein verteiltes Netzwerk von Experten finden, die eben an Entwicklungen teilnehmen können. Und dazu gehört eben auch das, was man früher mal als Blech bezeichnet hat, aber es geht eben darum, heute sind es ja eher virtualisierte Infrastrukturen, aber eben wirklich technische Infrastrukturen wie virtuelle Maschinen, Strukturen, die es erlauben, den zuverlässigen Betrieb zu gewährleisten, aber eben auch Strukturen, die es erlauben, jedem Einzelnen sich in so eine Infrastruktur einzuloggen. Und das ist etwas, was gar nicht so einfach ist und wo man auch tatsächlich sagen muss, ist man in diesem Kontext, Daria, schon sehr viel weitergekommen, als man ihn in anderen wissenschaftlichen Bereichen beobachten kann, weil man hier wirklich über einen systematischen Zugang zu diesen virtuellen Forschungsinfrastrukturen nachgedacht hat, der deutschlandweit eben in die wissenschaftliche Gemeinschaft getragen werden kann und von ihr angewendet werden kann. Eine sehr wichtige Entwicklung, ein sehr großes Werkzeug innerhalb von den Digital Humanities ist TextGrid. TextGrid und Daria haben sich in den letzten Jahren bemüht, das so integrativ wie möglich zu behandeln. Und in der Tat ist eben TextGrid jetzt weitestgehend in Daria.de integriert. Das heißt, es ist in diesen Betrieb und in die technische Architektur integriert. Man macht sich darüber Gedanken, wie man gemeinsam in der Daria-Community und der TextGrid-Community die Dinge zusammenführen kann. Das TextGrid Repository ist einer der Dienste, die im Prinzip Forschungsdatenmanagement in den Geistes- und Kulturwissenschaften erlauben. Und man hat auch gemeinsame Veranstaltungen und gemeinsame Workshop-Angebote, die eben die Integration deutlich unterstreichen. Es gibt eine leicht unterschiedliche Nutzergruppe. Die von TextGrid ist halt spezialisierter, vor allem Literatur- und Sprachwissenschaften, Wissenschaftsgeschichte und Kulturwissenschaften, Kirchengeschichte, Musikwissenschaften. Sie können es selbst lesen, die hier eben angesprochen sind, während Daria.de eine etwas breitere disziplinäre Streuung aufweist mit der Archäologie, Kunstgeschichte, Musikwissenschaften, die Philologien, die natürlich auch in TextGrid eine Rolle spielen, Geschichtswissenschaft und so weiter. Aber insgesamt versuchen wir halt, das holistisch zu betrachten und eben diese Nutzergemeinden zusammenzuführen.
Ich denke, eine der bemerkenswertesten Entwicklungen von TextGrid und Daria.de ist die, dass es hier gelungen ist, ganz, ganz viele Anschlussprojekte zu finden, die eben diese Werkzeuge nutzen und zum Teil sogar in den Anträgen, die gestellt werden an die DFG und so weiter, schon TextGrid und Daria als Partner genannt werden, nicht unbedingt immer Geld bekommen und wirklich voller Partner in dem Projekt werden, aber eben gesagt wird, man möchte sich an diese Infrastrukturkomponenten, die hier angeboten werden, andocken innerhalb eines Projektes. Und wir schreiben dann sowas wie ein Letter of Intent, das passiert relativ häufig. Und darüber findet dann eben eine Anbindung dieser einzelnen, für sich eigentlich autonomen Projekte statt an die Infrastruktur. Und das ist, glaube ich, genau so, wie man Infrastruktur in der Forschung denken muss. Ja, es muss eine Plattform da sein, die anschlussfähig ist, die eine niedrige Einstiegsschwelle hat und wo die Forschenden, wenn sie ihre Forschung machen, sich davon nicht irgendwo gegängelt oder behindert fühlen, sondern sagen, ah, da will ich irgendwie dran andocken und versuche eben meine Entwicklung auch über diese Plattform anzubieten bzw. die Werkzeuge zu nutzen, die von der Plattform geliefert werden. Und vieles davon werden Sie in den nächsten Tagen noch kennenlernen an einzelnen Projekten, aber das ist tatsächlich eine echte Erfolgsgeschichte, dass es eben gelungen ist, so viele verschiedene Projekte an die Infrastruktur anzudocken und damit eben zu zeigen, welche wichtige Rolle digitale Forschungsinfrastruktur in diesen Bereichen spielt. Denn man hat eben nicht sowas wie, mein Beispiel ist immer, man hat nicht sowas wie eine Polarstern in den Geistes- und Kulturwissenschaften, wo über Rahmenbedingungen, die durch Schiffsbau oder so gegeben sind, es ganz klar ist, was ist eigentlich eine Forschungsinfrastruktur, sondern wir reden hier von einer digitalen Forschungsinfrastruktur in den Geistes- und Kulturwissenschaften. Und das ist eben ein eher amorphes Gebilde, was sich aus Einzelaktivitäten zusammensetzt, aber insgesamt eben dann ein Bild gibt, wie man es hier sehr detailliert sozusagen darstellen kann. Und die Forschungsinfrastruktur entwickelt sich sozusagen bottom-up aus den Einzelinitiativen, hat aber natürlich eben auch Steuerungskomponenten. Das ist genau die Idee der Architecture of Participation, dass nicht versucht wird, ein großes Forschungsinfrastrukturprojekt zu bauen und das dann anderen aufzudrücken oder zu sagen, wenn ihr noch bei Forschung mitmachen wollt, dann müsst ihr diese Infrastruktur nutzen, sondern tatsächlich von vornherein die Anforderungen aus Forschung und Lehre mit aufzunehmen und dieses zu entwickeln. Daher modulare Architektur, die Einstiegsschwelle niedrig halten und einen Open-Source-Ansatz natürlich verfolgen. Damit schließe ich erstmal und denke, wir machen an dieser Stelle gleich weiter und schauen eben, wie Daria.eu sich hierzu verhält und wie man eben die Beziehung zwischen den deutschen Entwicklungen und den europäischen Entwicklungen verstehen kann. Vielen Dank und viel Spaß natürlich. Danke.